Ja, moin Leute, hier ist Martin. Ich spiele heute wieder eine der Gwent-Herausforderungen der Fraktion Nilfgaard. Und zwar die vierte, die sich Kunst der Diplomatie nennt. So, meine Gegnerkarte ist Fortis. Der kann bis zu vier Karten enthüllen. Nicht jeder Kampf muss blutig enden. Ich spiele gegen Kracht an Kraid. Der kann die kräftigste, stärkste Einheit in seinem Deck um zwei stärken und ausspielen, was er auch gerade gemacht hat. Er hat so einen Kraid-Krieger ausgespielt. Genau. Ich gucke mir meine Karten mal kurz an. Also Fortis hatte ich schon gesagt, enthüllt bis zu vier Karten. Dann habe ich Arthurs Donner, der macht 9 Schaden. Dann habe ich die Pekenier, die alle Kopien dieser Einheit herbeirufen. Zweimal ein Soldaten. Wenn man diese Einheit enthüllt, spielt man sie aus. Dann habe ich 2 Magonelle. Wenn man eine Karte enthüllt, machen sie 2 Schaden. Deswegen gut, sie rauszuspielen und dann erst Karten zu enthüllen. Noch eine Enthüllungskarte, Nilfgaard Ritter, 2-mal. Dann habe ich Triss Merigold, die 5 Schaden macht. Und dann Vatier de Rideau. Enthülle bis zu 2 Karten und enthülle anschließend dieselbe Anzahl an gegnerischen Karten. Okay, ich werde einfach mal so starten, dass ich ein Mangonell raushaue. Hoffe, dass ich das zweite rauskriege, ohne dass es zerstört wird. Skellige! Jo. Und werde jetzt gleich mal ordentlich Karten... Ach, jetzt hat er gepasst. Das passt mir in dem Sinne gar nicht. Ich bin jetzt punktemäßig schon noch relativ weit entfernt. Ich brauche 11 Punkte. Mal gucken, was sich da anbietet. Triss Merigold würde auf jeden Fall gehen. Ja, ich glaube, ich mache einfach mal so weiter. Ich spüre starke Magie. Und zwar viel zu viel. Ach, jetzt ist leider Plötze auch gleich mit rausgekommen. Das habe ich nicht bedacht. Viel zu viele Punkte geopfert. Egal. Los geht's mit der zweiten Runde, die ich beginnen muss. Kleiner Kartenvorteil liegt bei ihm. Er hat 11 Karten, ich 10. Ich werde aber passen und dann hauen wir uns in der letzten Runde richtig. Mal gucken, Mordoren, was er Freya rausspielt. Eine Priesterin, den Krieger wieder auferstehen lässt. Jetzt passt er und jetzt geht's auch schon gleich in die letzte Runde. Taktisch bleibt es ein bisschen ähnlich. Ich habe noch ein Magonell gezogen. Glücklicherweise. Das spiele ich jetzt zuerst raus. Beziehungsweise erst dran. Mordoren Freya ist geduldig. Aber sie lässt schon wieder einen Krieger auferstehen. Ich spiele ein Magonell aus. Hoffe, dass er mir das nicht zerstört. Und fange gleich mit dem Kartenenthüllen an. Wir werden sie begrüßen. Mit Eisen und Feuer. Wenn du Frieden willst. Zwar nehme ich natürlich diese Soldaten, weil sie dann gleich ausgespielt werden und ich eine neue Karte ziehe. Muss mal gucken, ob irgendwas noch Sinn macht. Die Karte kann er ruhig kennen. Der kann auch ruhig wissen, dass ich Geralt habe. So. Und wieder an die Front. 2 neue Karten gezogen. Und nochmal ordentlich Schaden gemacht. Ich habe noch eine Besatzung, die verbessert. Also der Sapeur verbessert eine Einheit um 5. Um einfach mal ein bisschen sicher zu gehen, dass das Magonell nicht zu schnell zerstört wird, verbessere ich das mal ein bisschen. Und enthülle gleich mal fleißig weiter. Und zwar spiele ich mal den Nilfgaard-Ritter. Mach wieder einen Schaden. Mit dem Magonell. Möge Modron Freya uns behüten und beschützen. Er levelt sich da auch gerade ganz gut.
Kann ich aber gerade nicht viel dran ändern. So, wen will ich denn mal, ja. Ihr seht, das Magonell macht schon ganz schön gut Schaden. Vielleicht verbessere ich es gleich nochmal. Jupp, ist vielleicht eine gar keine schlechte Idee. Beide haben wir noch 5 Karten. Er hat noch so ein Langschiff. Das fügt der einer zurecht am Ende des Zuges einen Schaden zu und verbessert sich immer. Ja. Ach, das möchte ich nicht, deswegen setze ich mal Azurs Donner ein. Beide noch 4 Karten, sieht ganz gut aus. Einem Schlag 3 niedergestreckt. Das Dämonenlangschiff verbessert die Einheit zurecht. Ach, fügt der Einheit auch immer Schaden zu, okay. Dasselbe Schiff hat er halt nochmal, das habe ich eben gar nicht bemerkt. Okay, enthülle eine zufällig gewählte Karte. Ich kann ihn, ich weiß, ich habe gar nichts mehr zum Enthüllen, leider. Naja. Wenn jemand fragt, dann enthülle ich mal einfach Karten in meinem Deck, die ich noch nicht auf der Hand habe. Nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt kann ich im Grunde nur noch die Karte ausspielen. Zu enthüllen habe ich nichts mehr. Führen nach Nilfgaard. Habe ich noch einmal Geralt und dann die Pikenier. Ja? Das hier ist eine ganz gute Kombination. Der Ankreid Zweihänder, der heilt diese Einheit alle 2 Züge, wenn sie beschädigt ist und kräftigt sie zu Beginn des Zuges um 2. Das wäre mit dem Langschiff eine gute Kombination gewesen, hat er jetzt nicht gemacht. Okay, wie ihr seht, er hat 91 Punkte, ich 97 und ich habe auch noch Geralt. Egal was da passiert, ich habe ganz gut gewonnen, genau. So kann man es machen. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag euch. Tschüss.